Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir haben heute erneut den Spieler ATN Socke hier als türkiser Protoss und sein neuester Gegner ist der rote Zerg Red. Wir spielen auf der Karte Lost Temple, welche sicherlich einige von euch schon kennen. Markant für die Karte sind die Senara Watchtower in der Mitte, die einen guten Überblick über das zentrale Geschehen der Karte geben. Die Near Expansions zur Main Base, die perfekt durch einen Wall Off hier gehalten werden kann. Dadurch wird zeitgleich auch die Main Base geschützt. Und die Expansion hier für den Zerg. Markant auch für die Karte ist, dass hier eine Klippe ist. Und diese Klippe, ich habe jetzt einige Replays gesehen, diese Klippe wird sehr, sehr gerne von Terranern, aber auch von Protoss genutzt, um eben die Expansion zu abusen. Das heißt, durch die lange, lange Reichweite von Siege Tanks oder Kolossen kann die Expansion angegriffen werden. Deswegen ist es essentiell für jeden Spieler, diese Klippe hier zu halten, beziehungsweise wenigstens eine View drauf zu haben, damit man eben solche Drops, beziehungsweise solche Attacken von dort aus verhindern, beziehungsweise dann unterbinden kann. Gold-Expansion der Karte sind hier in der Mitte, durch diese Steine gesichert, hier und hier. Und natürlich ist es eine 4-Player-Karte. Wir haben hier die Spawn-Location für den dritten Spieler und hier die Spawn-Location für den vierten. Deswegen ist auch der Overlord von Red direkt dorthin geflogen, wollte gucken, ob die beiden Close-Positions haben, das heißt nah beieinander liegen, oder ob die beiden Cross-Positions haben, das heißt er wäre hier und der Protoss-Spieler wäre hier. Jetzt kommt das Scouting von der Probe und man sieht hier, was sehr interessant ist, ein Forge-Bild. Dieses wird sehr gerne genutzt, um einen Wall-Off zu starten, direkt bei Lost Temple, wie ich es gesagt habe. Wall-Off hier vorne, um Main und Expansion zu sichern. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gleich die Expansion hier sehen für den Protoss-Spieler. Das bedeutet natürlich, dass dieser jetzt versucht, seine Economy gut zu boosten. Jetzt hier die Expansion, wie angekündigt, und ich denke, der Zerg-Spieler hat das gesehen und pusht zeitgleich auch seine Expansion. Das heißt, beide Spieler wissen voneinander, dass sie jeweils die Early Natural Expansion nehmen und nicht so viel auf frühen Angriff setzen, beziehungsweise kein Zergling oder Zealot Push kommt. Für die Forge natürlich jetzt hier die Photon Cannon, sehr sehr wichtig, um eben frühes Harassment durch Zerg-Spieler zu unterbinden. Jetzt kommt Red hier rein, um sicherlich den Overlord hier hinzustellen, um perfekten Überblick über die gesamten Wall-Off hier zu erhalten. Die Probe jetzt hier von Zocke gerät in die Basis und kann kurz gucken, was passiert. Er sieht natürlich den Bootsteinpool, ein Gas bisher nur, und er hat auf jeden Fall auch die Expansion gesehen, was sehr sehr wichtig für ihn ist. Daraus kann er schließen, dass frühes Harassment durch den Zerg-Spieler bisher nicht zu erwarten ist. Jetzt kommen die ersten beiden Warp-Gates, um den Wall-Off hier perfekt zu machen, das heißt, um das Eindringen der gegnerischen Einheiten nicht mehr zu ermöglichen. Jetzt sieht man hier, der Overlord geht in Position. Zeitlich kommt ein zweiter. Ich mag dieses Overlord-Spiel wirklich sehr, sehr gerne, da er das perfekt macht. Er wird einen Sie sicherlich hier hinstellen, um einen Blick auf die Mainbase und die Tech-Gebäude zu haben. Und er wird seinen hier lassen, um zu gucken, was beim Wall-Off passieren wird. Zeitgleich hat er hier vorne ein paar Zerglings, um gegebenenfalls Fußeinheiten bzw. Zealots und oder Stalker Einheit zu gebieten. Hat jetzt sicherlich Socke wird sicherlich ein bis zwei Zealots pushen müssen, um hier erstmal ein paar Ground Units zu haben, weil zwei Vertu-Kanonen würden doch einem ewigen Harassment durch die Zerg nicht standhalten. Man sieht ja auch frühe Expansion hier auf den Leer. Und ich bin gespannt, was kommen wird. Also er hat ja dann evolutionstechnisch alle Möglichkeiten offen. Er könnte auf frühe Roaches, frühe Hydras gehen. Er könnte frühen Spire machen, wofür ich es eigentlich vermute, da der Spire auf jeden Fall der richtige Weg wäre. Er weiß, dass der Gegner bisher eben nur Zealots hat. Kybernetiker ist jetzt gerade gestartet und er hätte dabei den Vorteil für er könnte gut pushen. Und da geht der Metabolinschub in die Forschung rein und wir haben einen Spinecrawler auf dem Weg. Das ist auch sehr typisch für Zerg-Spieler, dass sie hier eben den Spinecrawler pushen, um hier Sicherheit zu gewährleisten. Ist natürlich eine sehr gern gesehene Technik, um hier auch das Harassment durch den Protoss-Spieler zu unterbinden. Hat er auch nicht geschafft, gucken wir mal. Ja,
Fassschild low bei beiden, bei 2 von 4 Zerglings. Und der Spire ist auf dem Weg, wie ich es vermutet habe. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt hier eher Harassment sehen. Mutalisten, die sehr, sehr früh kommen. Er pusht einige Zerglings, einen weiteren Spinecrawler und versucht hier seine Bodenverteidigung zu vervollständigen. Warpgate Technology und 2 Stalker auf dem Weg. Das heißt, jetzt kann der rosa Spieler auf den nächsten Tech switchen. Könnte, wenn er schafft, zu scouten. Ich bin mir nicht sicher, hat er es gesehen? Nein, er hat es natürlich nicht gesehen. Hätte er checken können, ob die, ob der Zerg eben den Spire hat. Wenn er ihn gesehen hätte, wäre er jetzt sicherlich auf ein frühes Stargate gegangen, um Phoenixes zu pushen. Stattdessen gibt er eben die Robotics Facility ein, um zu gucken, was möglich ist. Hier kurzer Push von dem Protoss-Spieler, versucht jetzt hier möglichst gut zu harassen, und man sieht aber auch hier 3 Spinecrawler, was natürlich ein sehr, sehr heftiger, sehr, sehr heftige Verteidigung ist. Jetzt hier Ground Weapons Level 1 auf dem Weg. Zeitlich aber auch Flyers Attack. Das heißt, er geht wirklich auf die Mutalisten, bisher aber keiner auf dem Weg. Und wir haben das Twilight Council hier in Bau. Und wird der Observer bauen? Ich bin sehr gespannt. Also ein Observer wäre natürlich sinnvoll, um eben auch eine versteckte Einheit in der gegnerischen Basis zu haben. Und wir haben Verifical Sex. Das heißt, die Overlords sind bald als Dropships verfügbar für ihn. Das ist natürlich eine wichtige Sache. Aber jetzt pusht der Protoss-Spieler hier auf die Gold Expansion, um eben hier einen Economic Vorteil zu erhalten. Blink auf dem Weg für den Protoss-Spieler. Und wir haben die ersten 4 Mutalisten im Bau. Wir sehen, das Einkommen ist für den Protoss-Spieler leicht geringer als für den Zerg. Aber von ansonsten Harvester und Gaseinkommen beide gleich. Kleiner Vorteil für den Zerg-Spieler bis jetzt. Und man sieht auch, dass beide Spieler jetzt überall ihre Einheiten pushen, versuchen hier und dort ein Pilot zu legen oder eben hier ein Overlord zu stellen, damit sie wissen, wohin expandiert der Gegner, wohin, wo muss ich rechnen, dass noch mehr Expansions kommen. Und wichtig ist, wir haben jetzt gerade hier das Robotics Bay auf dem Weg. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich jetzt hier sogar Kolosse sehen. Und das ist natürlich die genau falsche Taktik gegen die Mutalisten. Die Kolosse können eben nur Boden angreifen und nicht eher. Die Mutalisten sind natürlich dann die perfekte Counterwaffe dagegen. Corruptors wären sicherlich noch besser. Aber ich bin sehr gespannt. Evolution Chamber hier auf dem Weg. Das heißt, er kann dann tacken und er kann dann auch dieses Sporecrawlers bauen. Ich bin sehr gespannt, wie er es machen wird. Und jetzt sehen wir auch hier, die Mutalisten sind bereits auf dem Weg. Wir haben jetzt hier 6. Und er hat sie bereits gesehen und er muss eben damit rechnen, dass auch wahrscheinlich jetzt gleich hier der Push kommt. Er geht direkt auf die Main Base. Er versucht... Oh, Blink Stalkers, perfektes Harassment hier, gestoppt. Und der letzte ist, glaube ich, fast down. Ich guck mal hier. Ja, 45, 120. Gut gespielt hier von Socke, hat das perfekt interrupted. Und man sieht jetzt hier Templar Archive, sicherlich auf dem Weg. Bald wird der Storm Upgrade kommen. Wir haben Flyers Attack Level 2. Das spricht dafür, dass Red only Air gehen will, also only für Air die Upgrades pusht. Und was mich wundert, Ground Carapace Level 1. Also er geht darauf, dass die Lufteinheiten mehr Schaden machen und darauf, dass die Bodeneinheiten mehr aushalten. Weiteres Gateway und eben noch 3 Piloten auf dem Weg. Und wir haben die Thermalands für den Koloss hier in Erforschung. Jetzt was sehr interessant ist, Overlord hat eine Drone. Ich denke, er wird hier versuchen, die Island Expansion zu nehmen, die nur per Air zu erreichen ist. Und, Double Expansion für den Zerg. Und jetzt hat auch der Zerg-Spieler geschnallt. Okay, er versucht jetzt hier die Gold zu nehmen. Da muss ich gegen halt nämlich einfach 2 Expansions nehmen. Okay, sagen wir einfach 2 für 1, ist nicht schlecht. Dafür, dass der Protoss nicht mal die Expansion gebaut hat, ist der Zerg-Spieler relativ gut dabei, kann man sagen. Jetzt haben wir Ground Weapons Level 2. Und wir sehen auf jeden Fall, also wenn die Hatcheries durchgehen, hat er einen enormen wirtschaftlichen Vorteil. Und das wäre natürlich richtig, richtig böse für den Protoss-Spieler. Psystorm hier auf dem Weg, wird nicht gechronoboostet oder ähnliches. Und das, was mich wundert ist, der erforscht Thermalands, aber baut kein Koloss. Er baut bisher wirklich nur Warp Prism. Und das wundert mich doch etwas. Stattdessen hätte er vielleicht 1, 2 Kolosse pushen sollen am Anfang, um eben auch diesen Vorteil zu haben.
Und jetzt kommt der Push hier. Oh, das sind einfach mal 12 Mutalisten, die direkt pushen und versuchen, möglichst viel Schaden in der Mineral Line zu machen. Jetzt muss er gegenhalten. Ich bin gespannt, ob er es schafft und wie er es dann macht. Also, er muss was tun. Hier die einzelnen Stalker. 4 Stück an der Zahl halten gegen und er...